Also, Fisk, gib mir dein Erz. Tauschen, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, mal schauen, was haben wir denn hier? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da. 73 gebratenes Fleisch. Oh, das ist ja mal geil. Okay, das gibt's, das ist schön, das ist sehr schön. Oh, ist das schön. Ich hab viel zu... Ach, egal. Dietriche brauche ich auch nicht. An der Geschichte muss doch wohl was dran sein. Kann ich das irgendwie schneller machen oder so? Nö, ne? War ja klar. Solange ich nichts damit zu tun habe. Ich kann übrigens noch was ankündigen. Gothic 2. Ich glaube kaum, dass ich... Ja, ich rede jetzt schon von Gothic 2. Ist ein bisschen idiotisch, aber egal. Gothic 2 wird sehr lustig, denn ich werde nicht nur das normale Gothic 2 zocken, nein, ich werde Gothic 2 die Nacht des Raben zocken, das heißt plus Add-on. Ja, das kann ich nur schon mal so vorausgeben. So, jetzt habe ich 200 Erzbrocken, das ist okay, dann kann ich wieder da hinten hingehen. Ich merke gerade, es wird Nacht. Moment. Ja, 16 Uhr. Mann, wird's dunkel. Schön. Ach je. So, wenn ich das Tor denn finde. Da hinten ist es. Jetzt können wir nochmal versuchen, mit dem Typen zu reden, der hier die ganze Zeit am Fleischbraten ist, wenn er sich jetzt nicht gerade wieder hinsetzt. Nee, er säuft. Dann kann ich eventuell jetzt mit ihm reden. Kravo. Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt es hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Ach. Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Kannst du mir helfen? Ich glaube, ich habe Ärger. Ich denke schon, aber ich warne dich. Die Sache kann dich zwischen 100 und 500 Erz kosten. Ja, ne, mit denen haben wir allen kein Problem. Ja, mit Fisken, wie heißt er noch gleich? Ach kack, wie heißt der Spaß denn? Mit Whistler habe ich ein Problem. So, ich speichere mal eben ab. Deswegen, ich bleib bei der Idee, ins neue Lager zu kommen. So. Jetzt wieder zu dem Jäger-Heini. Lauf. Lauf schneller. Lauf noch schneller. Bitte, danke. Runter da, wenn du jetzt Leben verlierst. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt Leben verlierst, dann hätte ich aber auch gedacht. Oder die Waldfee, Memme. So, Draxi. Ich würde gern was von dir lernen. Und zwar... Na ganz... Bla, bla, bla. So. Und zwar hätte ich gerne... Krallen ab. Moment, erstmal Krallen abziehen. Bring mir bei, Krallen abzuziehen. Bla bla bla. Krallen? Will ich gar nicht wissen. Zähne entfernen auch. So. Fell abziehen. Nein, will ich nicht haben. So, jetzt probieren wir das gleich mal aus. Wir gehen zu dem netten Scavenger da hinten. Wenn ich es denn schaffe. Och ja. Einmal im Fluss schwimmen. Lange Strecke. Junger Scavenger. Shit. Noch schneller. Na komm.
ja, die haben natürlich nur... Ach komm. Ja, dann versuch ich mal bei den Blutfliegen. Obwohl, das sind wahrscheinlich junge Blutfliegen, oder? Das junge Blutfliegen? Ich hoffe es mal. Das muss ich gerade scheiße weg. Ja. Sind das junge Blutfliegen? Jetzt eine Antwort. Drücken Sie 1 für Ja, drücken Sie 2 für Nein. Ach, Mano. Komm her. Ich will dich jetzt mal Blutfliege. Scheiße, ist eine normale. Egal, hat geklappt. Was ist das denn für ein Bug jetzt? Komm her. Boah, wie viel die abziehen. Es geht euch... Ja, Flügel. Juhu. Ich kann... Moment mal, ich habe doch was ganz anderes gelernt. Wie kann ich den denn jetzt Flügel... Ach. Was ein intelligentes Game. Ich kann was ich nicht gelernt habe, aber egal. So, weiter. Essen. So. Und weiter geht's. Junge Scavenger oder normale Scavenger? Normale Scavenger. Okay, die kenne ich auch so. Komm her. Ich bin jetzt auch schon schnell genug. Ja. Aua. Ich bin schnell genug. Tot. Ja, Scavenger lassen nichts anderes liegen als Fleisch anscheinend. Ich dachte, ich könnte von denen Krallen haben, aber irgendwie habe ich mich anscheinend geirrt. Ach du Kacke, Warane. Nee, Warane will ich nicht. Ich will die Scavenger da hinten noch haben. Komm her. Na komm. Komm zu Papi. Ja, ich sehe den gar nicht. Komm her. Oh, den hab ich nicht. Und komm her, du anderer. Buyakasha. Ja, Varan. Komm ruhig noch näher. Ja, komm. So. Weiter geht's. Ja, ich gehe mal in den Wald hier rein. Wir sind übrigens anscheinend gerade auf dem Weg ins Sektenlager. Was ich da will? Nichts. Ich will da absolut nichts. Ich mag das Sektenlager überhaupt nicht. Na komm, Molly. Fettsack, komm her. Och, die kommen nie. Komm her. Dann kommen die mit so einer Monsterattacke an. Ich sehe das schon. Kommen. Ja, und eine Blutfliege. Was soll der Scheiß? Macht er jetzt mal was? Ja, wenn du nicht kommst, Mallrat, ich Blutfliege gleich. Komm her. Ja, ich bin jetzt auf der Suche nach der Blutfliege. Mallrat. Also nicht wundern. Ja, und jetzt greift der Kack Mallrat auch an, oder was? Komm her, ey. Komm, geh sterben. Du auch. Komm her. Boah, jetzt reicht's mir aber. Ja. Meine Herren, es ist kompliziert hier. Ohne Ende, Minus. Ohne Ende. So, ein Wolf. Wisst ihr was? Ich höre jetzt für ihr auf. Und nächstes Mal greife ich den Wolf an, um zu gucken, ob ich mich weiterentwickelt habe. Also, bis dahin. Euer Hedi. Ciao.